Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Drakan, Order of the Flame. Wir wechseln hier schon wieder durch die einzelnen Waffen durch. Yippie. Wollte gerade sagen, hier passiert doch jetzt was. So, wir sind im letzten Part, haben wir den Rat der Unholde mit angesehen, mit angehört. Und haben... Ach du Scheiße. Speichern. Und haben festgestellt, dass unser Bruder... ja, halt als Gefäß für das Ultraböse darstellen soll oder so. Oder wie hieß dieser Reiter noch? Ich hab vergessen. Rimril? Nee, das war der Gute. Ich hab vergessen, wie der heißt, um ehrlich zu sein. So, okay. Oh Gott, Kotz. Oh boy. Oh Gott. Okay. Nein! Oh boy. Ich entschuldige mich im Namen von allen Leuten, die sich das hier jetzt angucken und leichte Sehkrankheiten entwickeln. Mir geht's nicht anders. Oh boy, ist das ekelhaft. Wir konzentrieren uns einfach auf Rins Hintern. Dann... Oh. Ich habe verpasst, darüber zu kommen. Wir konzentrieren uns auf ihren Hintern, dann passt das schon. Dann ist das nicht so schlimm. Oh. Das hilft tatsächlich wirklich. So, okay, speichern. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier haben. Oh shit, das haben wir hier. Nehmen wir mal das hier. Ich hatte gespeichert, oder? Hä? Wo ist er jetzt? Oh Gott! Okay. Wieso ist er gestorben? Ich speichere trotzdem. Okay, das sieht bösartig aus. Ich versuche jetzt einfach mal rüber zu kommen. Da ist noch einer. Oh Gott. Au! Wieso trifft er mich? Okay, speichern. Tanzen, 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 laufen, laufen, tanzen, 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 laufen. Okay, das Schwert ist fantastisch. Speichern. Das habe ich übrigens noch gar nicht erzählt. Das habe ich auch erst im Nachhinein herausgefunden, beziehungsweise ist es mir eingefallen wieder, dass das Schwert, was wir hier haben, Mornbringer, was nicht nur halt unzerstörbar ist und 30 Attack Power besitzt, beziehungsweise Armor Penetration, pipapo, jedes Mal, wenn wir zuschlagen, regenerieren wir HP. Und ich möchte ungern... Aua, da... kämpfen. Ich hab... nee, hab ich nicht. Oh nein, da ist noch einer. Okay, ich versuche mal durchzulaufen. Okay, das ging nicht gut. Haha, verkackt. Ach, scheiße. Okay. Diesmal laufen wir einfach straight forward durch. So, hui. Bin gar nicht da. Gott, wie viele sind das hier? Muss ich da überhaupt drüber? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach. Ich weiß auch nicht mal, wo ich bin. Okay. Speichern. Was? Wo? Was ist das? Ach, ist das der Seelenkristall? Habe ich Platz in den Taschen? Ja. Was ist das? Dragon Armor Rune. Dragon Armor Rune? Das macht gar keinen Sinn. Oder ist damit der Runenkäfig gemeint? Also das Gefängnisteil, wo Arok drin eingesperrt ist. Dafür sollten wir
Damn. Ha, hab ich dich ausgetrickst. Okay, das sieht jetzt gefährlich aus. Da geht's doch sicherlich runter. Sind doch hier schon wieder... Das will ich einmal kurz ausprobieren, ob man da reinfällt. Oh, nee, okay. Das hier sowas wie ein Fahrstuhl? Hallo? Was muss ich tun? Habe ich was verpasst? Hallo? Okay, oh nein, jetzt kommen hier bestimmt Geister raus, oder? Ja. Hi. Na, kommt her. Laufen. Geister. Aber mit jedem Hickhack-Angriff ist das Spiel irgendwie lauter geworden. Irgendwie fühlt sich das Spiel so laut an. Die Musik ist so laut, oder? Also die Effekte. Habe ich jetzt alle gekillt? Ich werde einmal kurz in den Einstellungen gucken. Music Volume. Aber es ist nicht die Musik. Master Volume 2%. Es ist eigentlich alles in Ordnung. Dann werde ich mal nach dem Part, also wenn der durch ist, werde ich einmal gucken gehen. Was da... Vielleicht hat Windows da auch schon wieder irgendwie Blödsinn gemacht. Man kennt es ja. Weil irgendwie wirkt das Spiel halt so laut und auch so die... Mein OBS, was da so ausschlägt, zeigt... Ups. Relativ viel an. Halt! Ein Glück, dass ich nicht gesprungen bin. Na, das wird jetzt lustiges Hin- und Hergefahre. Oh nein! Rick. Keine Ahnung, was mit dem Ton ist. Weiß ich nicht. PC ist komisch. PC ist sehr komisch. Werde ich mir anschauen, werde ich mir anhören. Was da Phase ist. Speichern. Muss ich sofort rüberspringen, wenn er da ist. Jetzt. Oh Gott. Okay. Ich bin auf jeden Fall schon mal auf dem... Oh Gott, das ist... Okay, speichern. Oh boy. Achso, jetzt waren hier die Löcher im Fußboden. Hüpf. Und hüpf. Okay. Oh nein. Diese Geister machen mich fertig. Komm her. Vor allen Dingen, dass sie halt auch nicht sofort sterben. Jetzt ist einer tot. Und der zweite ist tot. Oh! Ja, ein HP-Trank. Speichern. Oh, ich erinnere mich. Jetzt kommt, glaube ich, ein Kampf. Glaube ich. Weil die Musik ist so leise, oder? Die Musik ist leise? Aber die Soundeffekte sind so laut. Irgendwie ist das doch komisch. Irgendwie ist das so alles komisch. Na, wir werden es sehen. Ich werde mir das gleich, wenn die Folge vorbei ist, einmal in Ruhe angucken. So, wie war das? Oh. Okay, Sheila. Gib mir sofort die Rune, um den Käfig zu öffnen. Nein, nein, meine Kleine. Du bist es, die mir etwas geben wird. Nämlich den Kristall.
Das Einzige, was ich dir freiwillig gebe, ist eine Tracht Prügel, wenn du mir nicht gleich die Rune gibst. Okay, jetzt müssen wir kämpfen. Wo ist sie denn? Hallo? Ach, da ist sie. Also, der Kampf ist relativ... Ja, einfach will ich jetzt nicht sagen. Sie kann selber nicht wirklich angreifen. Sie lässt sich halt immer fallen. Oh Gott. Na komm her. Ich habe halt keinen Bogen mehr. Sonst könnte man sie halt vom Himmel schießen. Oh Gott, die macht Schaden, wenn ich... Ups, habe ich gespeichert. Scheiße. Vielleicht war das eine ganz gute Idee zu speichern. Hallo, können Sie mal bitte diese Position aus meinem Bildschirm nehmen? Na komm her. Flieg doch nicht wieder weg. Ja, sie ist tot. Das war irgendwie ein bisschen zu einfach. So, ich nehme einmal einen großen Heiltrank und ich speichere. Ich muss schon sagen, dass das Mornbringer, unser Schwert, halt schon ziemlich krass ist. Dass ich das halt nicht vorher ausgerüstet habe, das war halt dumm. Es ist halt wirklich stark, allein schon durch den Zellfeel. Oh, oh. Oh. Ah! Ja, stimmt, wir brauchen jetzt Arok. Ups. Arok, ich hab den Runenkristall. Was haben wir denn da jetzt eigentlich für den anderen? Das ist der Rune Cage. Und was ist das? Dragon Armor Rune. Okay. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre jetzt der für Arok, aber anscheinend nicht. Yay! Unsere Lieblingsexe ist wieder da. Ja! Nice! Speichern. Oh, ich hab's vermisst. Da ist doch was. Da ist was! Okay, dann muss ich kurz einmal rüberschwimmen. Weil Arok kann da nicht landen. Er kann nirgendwo landen. Lande doch! Lande, Drache! Fliegen. Dann schwimme da einmal kurz hin, weil da war was. Ich hab's genau gesehen. Schwimm, 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 schwimm. Das ist immer blöd, wenn man zu nah an die Wasseroberfläche schwimmt, dann hört sie auf zu schwimmen. Also dann bleibt sie stehen einfach. Das ist genau so. Das ist immer so ein bisschen nervig. Was haben wir denn hier? Ein Heiltrank? Oh, und eine Rüstung. Warte. So. Plate Mail. Nice. Ah. Ich weiß gar nicht, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Da vorne, oder? Schwimm doch, Mädchen, schwimm! Kommen wir hier raus? Sieht nicht so aus, oder? Mein Gott! Frau! Nee, hier nicht. So. Arok! Arok! Darin, ich höre dich. Ah, oh, ich habe ihn vermisst. Habt ihr ihn auch vermisst? Bester Sidekick ever. So, Feueratem. Yippie! Achso, speichern.
Jetzt kriegen wir auch die letzte Kraft. Lava-Rune. Das ist immer noch voll die coole Animation. Obwohl sie eigentlich relativ einfach gemacht ist, glaube ich. Aber ich finde die cool. Jetzt kommen die ganzen kleinen Polygötchen wieder zurück. Yay, Polygötchen! Bam, jetzt sind wir wie neu. Arok, wir müssen uns beeilen. Sheila, die Warthogs, die Goblins. Sie alle versuchen, den Herrscher des Spalts nach Drakan zu bringen. Navarros. Ich hätte wissen müssen, dass er dahinter steckt. Deswegen wollte Sheila auch den Kristall. Er will es mit irgendeinem Schwert benutzen. Nein. Sie haben die Runenbringer. Das ist schlecht, sehr schlecht. Navarros kennt ihre Macht nur zu gut. Eron benutzte Schwert und Kristall, um ihn in den Spalt zu verbannen. Wenn sie dem dunklen Herrscher in die Hände fallen, dann werden sie noch mächtiger und noch gefährlicher als damals. Sie bringen meinen Bruder gerade zu ihm. Wenn dein Bruder bereits in den Spalt gebracht wurde, dann haben wir keine Wahl, als Navarros zu bekämpfen. Um ihn zu besiegen, werden wir den Kristall und das Schwert brauchen. Holen wir uns dieses Schwert! Ja! Oh! Oh Gott! Ah! Falsche Waffe ausgerüstet. Macht das Ganze nicht einfacher. Easy. So, darf ich jetzt einmal kurz atmen und auf die Karte gucken? Finde, find Runeblade. Danke. Also, wir sollen die Runenklinge finden. Wir haben gar nicht so viele Möglichkeiten. Also da vorne auf der Karte, das vor uns, das ist halt Sheilas Versammlungsraum oder sowas. Dann haben wir da hinten ein paar Türme. Und ja, so viel ist das eigentlich gar nicht. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. Haben wir jetzt eigentlich die Lava? Ja, die Magma. Das ist Magma. Eigentlich ein sehr, sehr starker Zauber. Und jetzt haben wir es hier auch mit Skelettdrachen zu tun. Natürlich immer voll gut ist. Oh, Happy. So, ich will mich mal ein bisschen auf der Karte umgucken, weil da hinten ist doch bestimmt Zeug. Ist doch bestimmt was versteckt. Ich weiß, dass ich hier damals ellenlang, stundenlang bin ich hier rumgeflogen und habe mir Dinge angeschaut. Einfach, weil ich es kann. Hier sind doch Wege. Hier muss doch was zu finden sein. Ja, wir schauen uns einfach ein bisschen um. Da war doch über mir oder was, oder? Ja, da hinten. Ah. Jetzt haben wir hier wieder diese Kristalltürme. Oh, guck mal, da ist jemand. Wieso hat denn... Warum hat er ein Schild? Der hat auch ein Schild. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Droppt der was? Nein. Aber wieso konnte ich den da eben nicht angreifen? Auch jetzt. Hm, okay. Seltsam, seltsam. Der ist auch tot. Gucken wir einmal kurz auf die Karte. Ach so, ich bin jetzt nach vorne geflogen. Ja, super. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch nach hinten. Ah, nee, nach hinten geht ja gar nicht. Geht nach hinten? Wartet. Wir fliegen noch mal kurz zurück. Ich bin jetzt etwas verwirrt. Wo ist denn jetzt? Kann ich eigentlich auch durch die... Nein, kann ich nicht.
Ich habe gedacht, dass man durch die Nummerntasten durch die einzelnen Fähigkeiten switchen kann, aber nein, kann man nicht. Nee, da kommt man gar nicht weiter. Okay. Nee, dann habe ich gelügnert. Das tut mir leid. Ich habe gedacht, man konnte da hinten noch hin. So, den Kristall haben wir ausgeschaltet. Das ist da. Dann haben wir da vorne. Da können wir rein. Ich weiß nicht, was da ist. Aua. Ja, Entschuldigung. Lande, Arok. Sei doch jetzt mal keine Pussy. Ich speichere einmal kurz. Kann ich schleichen? Das war schön. Huh! Speichern. War wirklich sehr schön. Ja, ja, ich weiß, dass ich kann. Aua! Aua, aua, aua. Scheiße! Ich hasse diese Boys. Ich hasse sie. Vor allen Dingen, wenn du nicht so viel Platz zum Kämpfen hast. Oh, das ist doch zum... Ah. Okay. Ich werde hier warten. Ja, ja, ich weiß, Schatz. Wir machen jetzt einmal hier kurz einen Cut. Weil die Folge ist vorbei. Ich gucke einmal in den Audioeinstellungen, was jetzt hier irgendwie anders ist oder ob ich irgendwie vielleicht mit dem Gehör irgendwas habe, das weiß ich nicht. Aber wir werden uns das angucken. Wir sind hier professionell. Professionelle Let's Player. Mhm, mhm. Nein, sind wir nicht. Ich bin Volltrottel. Aber, vielen lieben Dank weiterhin hier fürs Zuschauen bei Drakan Order of the Flame. Ich bin Whitey. Hi. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.